Es gab gestern im Plauener Zentrum im Bereich Melanchthonstraße Postplatz eine Auseinandersetzung einer Personengruppe, die erstmal verbal ausgetragen worden ist, dann aber leider eskaliert ist, sodass hier Fäuste flogen bzw. ein Messer zum Einsatz kam und insgesamt 3 Personen Verletzungen davon getragen haben. Wir haben dann aus der Situation heraus nun vorliegend eine leicht verletzte Person und 2 schwer verletzte Personen. Beide letztgenannten befinden sich in stationärer Behandlung in einem Plauener Klinikum. Beide, die schwer verletzt im Krankenhaus nun behandelt werden, sind am gestrigen Tag operiert worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Ärzte befinden sie sich aber in stabilem Gesundheitszustand. Und einer der beiden Schwerverletzten ist auch der mutmaßliche Täter, der Ausgang den Sachverhalt gesetzt hat. Und dieser Mann ist vorläufig festgenommen. Nun, wenn die Polizei eine vorläufige Festnahme ausspricht, muss sie natürlich dafür Sorge tragen, dass diese auch aufrechterhalten wird. Das heißt, dass die Person im Gewahrsam der Polizei verbleibt. Deswegen gibt es auch dort jetzt rund um die Uhr entsprechend Polizeikräfte vor Ort, die eben diese vorläufige Festnahme überwachen. Es waren gestern in den ersten Stunden nach der Tat letzten Endes sehr viele Polizeibeamte im Einsatz gewesen, um einfach möglichst schnell ein Bild von der Tatsache sich machen zu können. Und dort sind eben viele Beamte in den Ermittlungen begriffen gewesen, aber eben auch in der Absicherung beispielsweise des Klinikgeländes. Das waren aber mit Sicherheit keine Hundertschaften, aber es waren durchaus mehrere Polizeifahrzeuge und auch mehrere uniformierte Polizeibeamte, die als solche sichtbar waren. Genauso waren aber auch Kriminalbeamte entsprechend unterwegs, die eine Vielzahl von Zeugen aufgesucht haben, gehört haben, die Spurensicherung betrieben haben, die mit den Sanitätern sich rückgekoppelt haben etc. Und das sorgt natürlich für ein gewisses Aufsehen, weil das nicht alltäglich ist.